Der Höhlenbär lebte vor 400.000 bis 25.000 Jahren auf dem gesamten europäischen Kontinent. Neben Klimaveränderungen hat auch der Mensch mit seiner Jagd dazu beigetragen, dass der Höhlenbär mittlerweile ausgestorben ist. Doch wie lebte und ernährte sich dieses Urzeitwesen? Seit Jahren gibt es in der Forschung heftige Diskussionen, ob der Höhlenbär ein reiner Pflanzenfresser war oder ob es nicht doch einige fleischfressende Populationen gab. Tübinger Wissenschaftler könnten nun Beweise gefunden haben, die Klarheit schaffen. Weite und dunkle Wälder verbunden mit weitgestreckten Weideflächen. So kennt man die Schwäbische Alb. Doch die Landschaft sah nicht immer so aus. Vor knapp 40.000 Jahren, als der Homo sapiens, der moderne Mensch, im Begriff war, den Neandertaler zu verdrängen, glich die Alb eher einer Tundra mit wenigen Waldgebieten und ausgedehnten Graslandschaften. Und statt freundlichen Weide- und Wildtieren beherrschten riesige Säbelzahntiger und Höhlenbären die Region. Tübinger Forscher unter der Leitung von Professor Hervé Boucheron haben nun spektakuläre Forschungsergebnisse über den Höhlenbären vorweisen können. Mit der Zeit habe ich mehr und mehr Höhlenbären analysiert aus Belgien, aus Deutschland, aus Polen, aus ganz Europa. Und in einem Ort, in alle diese Orte gab es die gleichen Ergebnisse. Die Höhlenbären zeigen isotopische Werte, die ähnlich wie Pflanzenfresser waren und nicht wie Fleischfresser. Aber es gab eine Ausnahme. Die Ausnahme war in Rumänien. Rumänische Forscher haben 2008 in einer Fachzeitschrift publiziert, dass es auf dem Gebiet des heutigen Rumäniens Populationen gab, die sich wohl vom Fisch und Fleisch ernährt haben. Das konnten die Tübinger Forscher vom Senckenberg Center for Human Evolution and Paleoenvironment nun dank genauerer Messinstrumente widerlegen. In ganz Europa war der Höhlenbär verbreitet und er war im Gegensatz zum heutigen Braunbär kein Allesfresser. Der Höhlenbär war ein reiner Pflanzenfresser. Mit seinen 3,50 Meter Länge und 1,70 Meter Schulterhöhe war der urzeitliche Höhlenbär wesentlich größer als heutige Bären. Doch wie kann ein solch großes Tier sich nur durch Pflanzen ernähren? Eine Frage, die auch das Tübinger Forschungsteam beschäftigt. Es gibt Populationen von Braunbären, die fast nur vegetarisch sind, aber die sind in der Regel kleiner als die Braunbärenpopulationen, die viel Fleisch essen oder viel Fisch essen. So es sieht aus, dass um groß zu werden, brauchen Braunbären Fleisch oder Fisch und es reicht nicht mit nur Pflanzen groß zu sein. Offensichtlich, es gab ökologische Bedingungen, wo Pflanzenfresser groß zu sein, könnten groß sein, größer als wir heute denken. Aber irgendwann änderte sich das Klima derart, dass der Höhlenbär vor rund 25.000 Jahren endgültig ausgestorben ist.